Das ist nun wirklich ein historischer Augenblick. Und auch das Timing, die Wahl des Zeitpunkts für dieses Klimagesetz, das stimmt. Denn das wird nun wirklich eine bedeutsame Aussage sein für den Gipfel zwischen der EU und den USA diese Woche sein. Das wird Folgen für die Welt haben, dass wir nun ein Klimagesetz bekommen, das deutlich macht, was wir tun. Es hat Verbesserungen gegeben und dieses Gesetz wird dann auch etwas bringen mit Blick auf Glasgow Ende des Jahres. Ich glaube, das ist eine deutliche Aussage seitens der Europäischen Union. Für mich und für das Team des Europäischen Parlaments ist es dabei auch wichtig gewesen, eine Substanz vorweisen zu können, den Vorschlag zu verbessern und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass unsere Institution gebührend vertreten ist bei diesen Verhandlungen. Am allerwichtigsten ist es dabei gewesen, dafür zu sorgen, dass die Wissenschaft stärker in die EU-Gesetzgebung einbezogen wird. Das soll nun wirklich das bedeutsame Klimagesetz werden, das wir immer angestrebt haben. Ich möchte dazu sagen, und das ist meine Überzeugung, mit dieser Entscheidung für ein Klimagesetz haben wir einen Weg vorgezeichnet, wo die Entwicklung immer stärker, immer ausgeprägter im Interesse des Klimas werden wird. Und darauf bin ich stolz. Und ich habe eine Reihe von Gründen, die dafür sprechen. Wir haben das Pariser Übereinkommen in vielen Bereichen in das Klimagesetz eingearbeitet, um dafür zu sorgen, dass wir unseren Verpflichtungen nach dem Pariser Übereinkommen gerecht werden. Es wird außerdem jetzt einen Beirat geben, ein unabhängiges Gremium von 15 wissenschaftlichen Experten, die daran arbeiten werden, zu bewerten, was wir mit diesem Klimagesetz erreichen wollen, auf das wir uns heute verständigt haben, die aber auch dafür sorgen werden, dass wir dem Pariser Übereinkommen entsprechend handeln. Es muss sichergestellt werden, dass allen klar ist, wie die EU bei diesen Inhalten verfährt. Wir haben dafür gesorgt, dass wir auch ein Budget für die Treibhausgase bekommen. Viele hatten das ja vor den Verhandlungen schon gesagt. Ihr schafft das nicht. Doch, ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, hier hinzukommen. Ich glaube, dass das Treibhausgasbudget in der Tat einen Vorschub bedeuten wird, unser Ehrgeiz in der Europäischen Union weiter anfachen wird und das zu erreichen, was unsere Aufgabe ist. Wir müssen diesen Planeten retten, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, dass hiermit wir auch im Hinblick auf das Pariser Übereinkommen uns richtig aufstellen, wenn wir dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Das Ganze wird vorgelegt zusammen mit dem Ziel für 2040. Das ist ein anderes Thema, auf das ich stolz bin. Wir haben nun auch ein neues Zwischenziel. Und dieses Ziel wird gleichzeitig mit dem Treibhausgasbudget vorgelegt werden, sodass wir dann eine enge Verknüpfung mit der Wissenschaft herstellen, mit allem, was wirklich von der Sache her erforderlich ist. Das wird uns auch die Möglichkeit bieten, das zu tun, was nötig ist, um gegen die Erderwärmung vorzugehen. Wir haben es heute Abend auch zustande gebracht, negative Emissionen als Thema anzusprechen. Das Parlament hatte darauf hingewiesen und darauf bestanden und ich halte das auch für ganz natürlich. Aber wir mussten dennoch lange dafür kämpfen. Dieses Klimagesetz ändert alles. Es gibt eine Zeit vor und nach diesem Klimagesetz. Die Klimaneutralität ist natürlich, wie sie hier festgeschrieben ist, etwas, wo wir mit die Ersten auf der Welt sind, die so etwas anstreben. Dann das Ziel für 2030. Da haben wir etwas erreicht, das bis 2057 führen soll. Wir haben im Parlament ja auch schon weiter gehen wollen als andere. Wir wollten noch weiter als 57 gehen, aber wir mussten natürlich Kompromisse mit dem Rat schließen, sodass wir dann für 2030 ein Ziel anstreben wollten, über
-55%, sondern 57 jetzt. Wenn Sie an die Gründe für die Reduktion von CO2 denken, die in den letzten Jahrzehnten vorgebracht worden sind, und dann die Rate sehen, die jetzt gesetzlich festgeschrieben ist von 2021 bis 2030, die Reduktionsrate, dann gehen wir jetzt 2,5-mal so schnell voran wie bisher. Das ist eine ganz deutliche Beschleunigung der Reduktionsbemühungen bei den CO2-Emissionen in der EU. Wir haben eine Bestimmung hinbekommen, die nach meiner Meinung wirklich die Dinge völlig ändert, auch wenn das viele noch nicht so voll in den Vordergrund gestellt haben. Es ist ja so, dass von nun an, ab jetzt, dass also jetzt bei, wie soll ich das sagen, bei jedem neuen Gesetzesvorschlag der Kommission, Verordnungsvorschlag und so weiter, die Kommission eine Klimaprüfung, eine Stimmigkeit, eine Konsistenz der Klimaneutralität überprüfen muss. Ob es nun um das nächste Budget geht, das nächste Treibhausgasbudget oder andere Maßnahmen, Verbesserungen im Energiesektor oder im Verkehrssektor, überall wird das an den Klimawandel angepasst beschlossen werden müssen. Andernfalls muss ausdrücklich gesagt werden, weshalb man das nicht tun kann. Und das ist ein großer Unterschied zu bisher. Denn dann wird man zuerst einmal einen gewissen deutlichen Druck auf die Kommission feststellen, auf Klimaneutralität zu drängen als gesamtpolitische Verpflichtung, nicht nur eine klimabezogene Verpflichtung, sondern eine gesamtpolitische Aufgabe. Und wenn die Kommission das nicht macht, dann muss sie das rechtfertigen. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den grünen Umweltexperten und Europaabgeordneten Michael Bloss. Herr Bloss, Sie haben eine lange Verhandlungsnacht hinter sich und waren danach ziemlich enttäuscht. An wem oder was lag es denn, dass am Ende nicht das herausgekommen ist, was Sie sich eigentlich erhofft hatten? Ja, hallo. Ja, wir hatten wirklich 15 Stunden Verhandlungen und dann ist da sehr wenig bei rausgekommen. Das Parlament ist eigentlich in all seinen Forderungen eingeknickt und ist dann dem Rat, also den Mitgliedstaaten, gefolgt, gerade was das Klimaziel angeht, also wie viel CO2 wir in den nächsten 10 Jahren reduzieren wollen. Da sind wir mit 60% gestartet als Europäisches Parlament und haben uns am Ende nur auf 52,8% geeinigt. Und 50, oder? Die Bundesregierung, die hat da auch wirklich im Rat. Na, die 55, die werden jetzt immer gesagt, aber es ist ein Nettoziel. Und von dem Nettoziel, da müssen Sie die senken, also die Wälder, die jetzt neu mit berechnet werden, die müssen Sie davon abziehen. Das sind 225 Megatonnen. Wenn Sie das tun, dann kommen Sie bei den 52,8% an. Und das ist zu wenig. Und an wem lag es? Es lag an den Mitgliedstaaten, aber eben auch an der Bundesregierung, die keine Ambitionserhöhung zugelassen hat. Dann lassen Sie uns aber noch mal auf diesen Rechentrick zurückkommen, den Sie ja da gerade angedeutet haben. Es ist ja immerhin doch eine deutliche Verbesserung zu vorherigen Zielen. Also man kommt ja von -40%. Noch vor einigen Jahren hätten sich grüne Politiker ja ein Klimagesetz für die Europäische Union erträumt, oder? Naja, diese -40%, die sind aus einer Zeit vor dem Pariser Klimaschutzabkommen. Die Klimakrise, die hat sich massiv verschärft in den letzten Jahren. Paris sagt, wir sollen alles dafür tun, 1,5 Grad einzuhalten. Und dafür bräuchten wir über 65% CO2-Reduktion. Also da sind wir weit von entfernt. Von daher ist es jetzt wirklich nur ein kleiner Schritt, den wir gemacht haben. Und zu wenig dafür, dass dieses Jahrzehnt das Wichtigste ist für den Klimaschutz. Und da hätte wirklich mehr drin sein müssen und auch mehr drin sein können. Bei aller Enttäuschung jetzt, die ich ja bei Ihnen wirklich deutlich spüre, einige Ihrer Forderungen wurden doch erfüllt. Also beispielsweise ein Klimarat und ein Treibhausgasbudget. Genau, wir hatten natürlich als Parlament, haben wir uns breit aufgestellt. Wir wollten wirklich ambitionierte Ziele
60% weniger CO2. Wir wollten, dass die Mitgliedstaaten auch klimaneutral werden. Wir wollten ein Recht auf Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger. Wir wollten das Ende der Subventionen für Kohle, Öl und Gas. All diese Dinge sind nicht durchgekommen. Wir haben jetzt einen Klimarat, das ist gut. Wir haben einen ganz okayen Kompromiss bei dem Treibhausgasbudget. Aber das ist eben zu wenig. Und diese beiden Dinge, die senken keine CO2-Emissionen. Und darum geht es ja. Das ist das zentrale Gesetz für den Green Deal. Daran soll sich der Green Deal orientieren. Alles, was jetzt kommt zum Thema weniger CO2 von Autos, zum Thema hohen CO2-Preis, zum Thema erneuerbaren Energien, all diese Gesetze, die orientieren sich an diesem Klimaziel. Und dafür ist es dann eben zu wenig. Die Bundeskanzlerin, die zeigte sich heute ja sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Damit können wir uns sehen lassen auf der Welt und das ist eine tolle Sache, hat sie gesagt. Wie sehen Sie denn die EU jetzt im Vergleich zur restlichen Welt? Ja, die EU, die kündigt sehr viel an, der Green Deal als europäischer Man on the Moon Project. Und das ist es nicht geworden. Wir müssen wirklich aufpassen, dass dieser Green Deal jetzt nicht einfach zu einer leeren Floskel wird, sondern der muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Das kann er in den Gesetzgebungen, die jetzt noch im Juni kommen. Aber dafür müssen wir jetzt wirklich kämpfen. Und gerade auch international ist eigentlich Europa verantwortlich für sehr viel CO2-Emissionen, müsste eine Vorreiterrolle einnehmen, müsste mehr reduzieren als im Verhältnis zu dem Rest der Welt. Und das tun wir nicht. Was erhoffen Sie sich denn vom virtuellen Klimagipfel, zu dem US-Präsident Joe Biden morgen eingeladen hat? Also die USA haben ja noch keine Einsparziele bekannt gegeben. Das dürfte ja interessant werden, wenn das soweit ist. Ja, die USA haben Einsparziele angekündigt. Und was ich mir davon erhoffe, das ist jetzt erstmal was Symbolisches. Es gibt eine neue Dynamik auf der internationalen Ebene. Die USA ist zurück. Das ist sehr gut und sehr wichtig für das Klima. Allerdings, und das ist vielleicht der Wermutstropfen dabei, dass wir jetzt gestern dieses Klimaziel zu Ende verhandelt haben. Das lag auch daran, weil die Staats- und Regierungschefinnen, die wollten zu Joe Biden gehen und was in der Hand haben. Aber wenn man das aufmacht, was sie dort in der Hand haben, dann ist da eben nicht so viel drin, wie draufsteht. Und wir hätten lieber länger verhandelt und dann eben auch diesen Gipfel vorbeiziehen lassen und am Ende ein richtig ambitioniertes Klimaziel bekommen. Das wäre mir lieber gewesen. Sagt Michael Bloss. Vielen Dank und gute Nacht.